ist ja schon eine große Ehre, weil sie ist ja die Mutter Gottes. Und ja, deswegen könnte man schon sagen, dass es was Besonderes für mich ist. Ja, es ist so ein bisschen ungewohnt, aber es ist natürlich ein bisschen Abwechslung. Das ist natürlich auch für den normalen Dienstalltag, wenn man so ein bisschen Abwechslung hat, das ist natürlich auch was Schönes. Ehrlich gesagt, auch die Vorbereitung ist natürlich aufwendig für uns. Aber wir kommen nach dieser Stallweihnacht selber auch zur Ruhe. Auch während der Aufführung kommen wir zur Ruhe und es beginnt Weihnachten für uns, wenn die Stallweihnacht ist. Im sechsten Mond aber ward der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt namens Nazareth zu einer Jungfrau, die anvertraut war einem Mann namens Josef. Und der Name der Jungfrau war Maria. Man nehme sich das Lukas-Evangelium, wie es dort geschrieben steht, immer vorgelesen, kurz durch einen auf Bayerisch natürlich gesprochenen Bibelstelle und zwischendrin untermalt mit alpenländischer Volksmusik, sehr renommierten, bekannten Musikgruppen hier aus der Gegend, aus dem Berchtesgadener Land, aus Inzell, die dem Ganzen auch noch Stimmungen verleiten. Und das Ganze angefüllt mit lebenden Tieren, die natürlich noch einen besonderen Reiz der ganzen Geschichte geben, denn die halten sich nicht immer an die Regieanweisungen. Und dann wird es manchmal sehr amüsant und sehr speziell. Was glaubst du denn ist, was das für ein Kaiser wird? Das wäre kein Streit hier mit Rosen und Reiter. Das ist der, der unseren Frieden und die Versöhnung bringt. Woher weißt denn du das so genau? In einer Nacht, das ist noch gar nicht so lang her, hat mir im Traum eine Stimme gesagt, dass ich den Kleinen zu sehen krieg. Als Kleiner, als Kind. Was ist denn jetzt? Brennt der Schal? Ich fürcht mich. Und du, Hanit? Fürchtet euch nicht, denn seht, euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch ein Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Für mich war es das erste Mal und war wirklich super, ja. Hätte ich mir nicht so vorgestellt, aber wirklich klasse. Ich habe schon ein paar Krippenspiele gesehen woanders, aber das hier ist wirklich mit Abstand das Beste. Es war so schön, wo der Stern geleuchtet hat und wo der Engel gekommen ist. Die Hirten und die Tiere. Mir hat euch sehr am besten gefallen. Euch hat ja. Super. Schade, dass man sonst keine Karten kriegt oder nicht so leicht, aber wir sind jetzt froh, dass wir über die Schule hergekommen sind. Ja, überhaupt die ganze Geschichte, wie es erzählt wurde und die Musik dazu, alles schön, ja. Vor allem so kindergerecht, ja, war sehr, sehr gut. Ja, es war sehr schön. Ich war als Kind schon da und ich habe mich sehr gefreut, dass ich es heute jetzt auch nochmal anschauen habe können. Außergewöhnlich für mich natürlich das Ambiente, die Kulisse sagenhaft und auf Bayerisch.
ja, was soll man da sagen? Der Ursprung, das macht schon was her. Wir sind ein Bestandteil der Bevölkerung und so ist es eine gute Gelegenheit, der Bevölkerung das zurückzugeben, was sie uns gibt als Soldaten hier im Berchtesgadener Land bei der Gebirgstruppe. Und wir könnten die Stallweihnacht auch nie so gestalten, wenn wir nicht zusammenarbeiten würden. Wenn Sie im Hintergrund schauen, die Bäume, die hier aufgestellt sind, da arbeiten wir mit dem Forst zusammen. Der eine oder andere, der uns hier was spendet oder gibt. Es ist ja ein sehr, sehr guter Ausdruck der Verbundenheit der Bevölkerung mit ihrer Bundeswehr hier in Bad Reichenhall. Für mich stand im Vordergrund, dass ich dieses unseren Brauch, den wir haben mit der Stallweihnacht, mit zu unterstützen, dass es weiter erhalten bleibt. Und deswegen wollte ich so unbedingt irgendwie mitwirken. Und dass es jetzt auch noch die Maria geworden ist, ja, das ist natürlich sehr schön. Ja, es hat gut hingehaut. Spaß hat gemacht. Text hat wunderbar hingehaut. Ich habe meinen Dienst auch schon vorher abgeleistet, Sonderdienste. Deswegen kann ich mich jetzt glücklich schätzen, dass ich über die Feiertage nach Hause fahre und auch mit der Familie dann feiere. Die Brigade geht im Jahr 2015 wieder vermehrt in den Einsatz. Nicht mehr so intensiv wie in den letzten Jahren, auch nicht mehr ganz so gefährlich, wobei jeder Einsatz hat seine Gefahr. Nein, es ist gerade die Stallweihnacht ist auch eine Erinnerung oder auch eine Botschaft an die Soldaten, die im Einsatz sind.